Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich das neue GS280 Smartphone, welches mir mit freundlicher Unterstützung von Gigaset zur Verfügung gestellt wurde. Was dieses Smartphone kann und ob es sich lohnt, eines zu kaufen, seht ihr gleich nach dem Intro. Kommen wir nun mal zu den äußeren Eindrücken. Was sofort ins Auge fällt, ist die etwas gewöhnungsbedürftige Farbe Coffee Brown, wie es Gigaset nennt. Allerdings muss ich nach meiner Testzeit sagen, dass es gar nicht mal so schlecht aussieht und einmal was anderes ist. Die Hardware wurde in einem sauber verarbeiteten Aluminium-Body verbaut, welcher trotz seiner Größe sehr gut in der Hand liegt und sich wertig anfühlt. Die Vorderseite ziert ein 5,7 Zoll großes Full HD Plus Display, welches in 2160x1080 Pixel auflöst. Ebenso auf der Vorderseite befindet sich eine Hörmuschel und eine 13 Megapixel Frontkamera, mit der laut Hersteller dank weißem Display Frontblitz das perfekte Selfie gelingen soll. Auf der Rückseite befindet sich die 16 Megapixel Hauptkamera, ein LED Blitz, der Fingerabdrucksensor und auf der Unterseite ein Mikro, ein Lautsprecher und der USB Typ C Ladeport. Auf der rechten und linken Seite befindet sich die Lautstärke-Wippe, ein Ein- und Ausknopf des Smartphones sowie der Dreifach-Einschub für zwei SIM-Karten und eine MicroSD-Karte, mit der sich der Speicher auf bis zu 256 GB erweitern lässt. Da aber bei einem Smartphone nicht nur die äußeren, sondern vor allem die inneren Werte zählen, schauen wir mal nach, was das GS280 so auf dem Kasten hat. Ausgestattet ist es mit einem Snapdragon 430 Octa-Core Prozessor, einer Adreno 505 Grafikeinheit, 3 GB Arbeitsspeicher, 32 GB internen Speicher und einem 5000 mAh Akku, welcher laut Hersteller eine lange Lebensdauer verspricht. Out of the box kommt das Smartphone mit der Android-Version 8.1 Oreo. Wie schon vorhin erwähnt, gefällt mir das randlose Display sehr gut, es hat sehr schöne Farben und die Helligkeit lässt sich stufenlos je nach Bedarf verstellen. Auch wenn man einen Home-Button vergebens sucht, gelangt man mit einer Wischbewegung bequem ins Menü, wo man dann alle seine Apps und Programme gelistet findet. Beim Entsperren hat man mehrere Möglichkeiten zur Auswahl, entweder klassisch mit einem Code oder Muster, wie Gesichtserkennung oder Fingerabdruck. Beim Fingerabdrucksensor, welcher sich wie schon erwähnt auf der Rückseite befindet, können bis zu 5 verschiedene Fingerabdrücke gespeichert werden und durch seine Position lässt sich das GS280 bequem mit einer Hand entsperren. Schade ist nur, dass dieser meist sehr langsam und sehr ungenau reagiert. Wer möchte, kann das Smartphone mit einer integrierten Gesichtserkennung entsperren. Diese funktioniert dank der Frontblitzfunktion auch bei schlechten Lichtverhältnissen. Leider ist auch die Gesichtserkennung recht langsam, weswegen ich das Entsperren mit Code bei diesem Smartphone bevorzuge. Was soll ein Telefon in erster Linie können? Richtig, telefonieren und SMS bzw. WhatsApp-Nachrichten verfassen können. Hier kann das Smartphone auf ganzer Linie punkten. Die Sprachqualität ist wie bereits erwartet sehr gut. Das einzige Problem, was ich beim Telefonieren hatte, war, dass ich immer wieder auf die Funktion Stummschalten gekommen bin. Hierbei bin ich mir aber nicht sicher, ob dies ein generelles Konstruktions- oder nur ein Fehler bei meinem Testgerät ist. Mit Hilfe der SwiftKey-App lassen sich SMS und WhatsApp-Nachrichten mühelos tippen. Beim Schreiben sind mir keinerlei Verzögerungen aufgefallen. Lediglich die hauseigene Tastatur ist etwas zu langsam für meinen Geschmack. Auch die Audioqualität ist in Ordnung, lediglich auf höchster Lautstärke nimmt man ein kleines leichtes Knacksen im Lautsprecher wahr. Die Software läuft also angenehm rund und auch Gamer kommen voll auf ihre Kosten. Die Benchmarks, die ich euch gemacht habe, bescheinigen dem Honor View 20 ebenfalls gute Werte. Wie ich bereits erwähnt habe, verfügt das Gigaset über eine 13 Megapixel Front- und eine 16 Megapixel Hauptkamera. Ich will ehrlich sein, viel im Vergleich zum GS185 hat sich nicht getan, außer dass die Hauptkamera 3 Megapixel mehr hat, was nicht wirklich merkbar ist. Die Kameraqualität ist zwar bei Tageslicht nicht schlecht, allerdings schwächelt sie sehr bei Gegenlicht und schlechten Lichtsituationen.
Beim Fotografieren mit dem neuen LED-Blitz zeigt sich eine kleine Verbesserung. Durch den zweifarbigen Blitz mit kaltem und warmem Licht wirken die Fotos etwas natürlicher. Bei Selfies und Videos waren leider keine Verbesserungen sichtbar, daher gibt es von meiner Seite aus hierzu nichts zu sagen. Um mir eine zweite Meinung einzuholen, habe ich meine Freundin gebeten, mit dem GS280 zu fotografieren und zu filmen. Ihr Fazit war ernüchternd und ich muss mich ihrer Meinung anschließen, dass es in der Preisklasse Smartphones mit einer wesentlich besseren Kameraperformance gibt. Kurz und knapp, das GS280 ist kein Zocker-Smartphone, selbst Pokémon Go und mein persönlicher Favorit Hearthstone hängen immer wieder, sodass ich es mit anderen Spielen erst gar nicht versucht habe. Das Surfen im Internet und auch auf Social Medias läuft recht flüssig, auch wenn man ab und an mal mit Abstürzen rechnen muss. So, genug mit den negativen Aspekten, kommen wir zu etwas Positivem. Die Akkulaufzeit. Trotz Spielen, Surfen und Telefonieren bin ich mit der Akkulaufzeit mehr als zufrieden. Mit dem 5000 mAh Akku kommt man trotz starker Nutzung gut durch den Tag. Was mir ebenfalls sehr gut gefallen hat, ist, dass das Gigaset endlich beim Ladeanschluss auf USB Typ C umgestiegen ist und dass es weiterhin einen 3,5 mm Klinkenanschluss gibt. Ich persönlich bin ehrlich gesagt eher kein Fan davon, meine Kopfhörer in den Ladeanschluss stecken zu müssen. Auch die OTG-Funktion ist keine schlechte Sache, die macht das Anschließen von einem USB-Stick und viel mehr möglich. Tja, was soll ich hierzu noch groß sagen? Das Gigaset GS280 ist an sich kein schlechtes Smartphone für Einsteiger. Es ist leicht zu bedienen, hat eine sehr gute Sprachqualität, die Kamera ist zwar nicht die beste, aber für Schnappschüsse ausreichend. Die Akkulaufzeit ist der Wahnsinn und auch optisch ist das Smartphone sehr schön verarbeitet. Trotzdem muss ich sagen, dass Made in Germany und ein Aluminium Body den Preis von aktuell 249 Euro nicht rechtfertigen. Etwas günstiger würdet ihr zum Beispiel ein Huawei Mate 20 Lite oder Xiaomi Redmi Note 7 auf Amazon bekommen, was eine deutlich bessere Performance in jeder Hinsicht abliefert. Mein Vorschlag an Gigaset wäre, eine etwas bessere Hardware zu verbauen und den Preis etwas anzupassen, um auch jüngere Benutzer für das Smartphone begeistern zu können. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über eure Unterstützung in Form eines Likes oder Abos freuen. Um kein Video mehr zu verpassen, vergesst nicht, die Glocke auf meinem Kanal zu aktivieren. Nun bleibt mir aber nichts anderes zu sagen, als wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein, euer Michi, ciao.